wieder unterwegs mit Top 10 Berlin, um die schönsten, besten Orte der Stadt zu erkunden. Heute sind wir im Docks am Tempelhofer Hafen, mit dabei in der Liste der Indoor-Spielplätze. Was es hier zu entdecken gibt für Groß und Klein, das schauen wir uns heute mal an. Hallo Frenzel, Geschäftsführer vom Docks. Erstmal danke, dass wir hier sein durften. Ich hatte eine Menge Spaß. Ihr habt ganz viele Attraktionen. Einmal sieht man diesen riesigen Indoor-Kinderspielplatz. Was habt ihr noch hier? Neben dem Indoor-Spielplatz haben wir noch die 3D-Minigolf-Anlage, wo Schwarzlichtkünstler 18 Bahnen gestaltet haben. Es gibt eine Lasertag-Arena für Action, Spaß, ziemlich groß, für die Älteren denn was. Es gibt auch die Möglichkeit hier Firmen-Events oder auch gerade Kindergeburtstage, ne? Ich habe hier so einige Lounges gesehen, wo geschmückt ist auch schon für heute Nachmittag. Ja, wir haben im Prinzip Partypakete für alle. Und mal ganz ehrlich, wenn ihr zu habt, spielt ihr hier doch selber, oder? Manchmal, ja. Wirklich? Ja. Ich habe jetzt meinen Rennfahrerkollegen Winnie neben mir. Winnie, wie fandest du es gerade, dass wir hier rumgefahren sind? Lustig. Ihr seid ja schon ein bisschen rumgeturnt. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt? Die Katertus. Und die Hüpfburg. Und die Hüpfung. Wie fandest du die Rutsche? Gibt ihr verschiedene Rutschen? Hast du alle ausprobiert? Alle Rutschen noch nicht. Nichts geändert von früher? Sie damals auf dem Schulhof. Das war das Docks am Tempelhofer Hafen, zu Recht in der Liste der Top 10 Indoor-Spielplätze in Berlin. Also mir hat es riesen Spaß gemacht, gibt ganz viel zu tun für Groß und Klein. Ich war vollkommen zufrieden. Habt ihr Spaß gehabt? Ja!